Du möchtest einen automatisierten Gruß an andere Spieler versenden, wenn du einem Online-Rennen oder einer Lobby beitrittst, oder einen automatisierten Gruß nach einem Rennen. Diesen Gruß dann auch noch vielleicht mit einer Flagge oder Symbolen versehen. Dann bist du bei diesem Video hier genau richtig. Ich zeige dir, wie es geht. Hi, mein Name ist Jack. Herzlich willkommen auf Kanal Cryings. Wenn du neu bist, drück noch auf den Abo-Button, um kein Video mehr zu verpassen. Ja, es ist ja möglich, dass wenn wir in Online-Rennen beitreten, automatisch einen Gruß an andere Spieler zu versenden, beziehungsweise auch nach dem Rennen. Um dies einzustellen, musst du im Hauptmenü links oben auf den Bereich, auf den GT-Button in den Bereich Optionen gehen. Hier mittels der R1-Taste auf den Bereich Profil. In diesem Bereich ist es auch ebenso möglich, Profilfotos, Titelfotos zu erstellen, um euer Profilbild zu verschönern. Das habe ich euch in einem anderen Video erklärt, habe ich auch in der Videobeschreibung und oben verlinkt. Ihr geht auf den Bereich Gruß. Hier ist es auch möglich, für euer Profilbild einen über mich kleinen Text zu verfassen. Wichtig hier, bitte nicht mit Sonderzeichen arbeiten, da dieser Text auch im Internet angezeigt wird und es da nicht richtig funktioniert. Wenn ihr einer Lobby beitretet oder einem Online-Rennen, schickt es in dem Chat automatisch einen Gruß an anderen Spieler. Das ist dieser Bereich hier. Gruß für die Lobby-Spielersuche. Ist bei mir hinterlegt aktuell eine Deutschlandflagge, live on YouTube Cryings und das kleine Gran Turismo-Symbol. Wenn ein Rennen beendet ist, gibt es auch automatische Grüße an die anderen Spieler, welches ihr Gruß nach dem Rennen festlegt. Ist bei mir im Moment X-Taste buttern, das ist so ein kleiner, ja, interner Gag bei uns auf dem Kanal. Um den Gruß einzurichten, hier natürlich ganz easy auf den Text klicken. Jetzt seht ihr den Text, den ich eingegeben habe. Und wir werden den jetzt einfach mal komplett löschen und gemeinsam. Ihr könnt hier natürlich jetzt einen Text eingeben, wie ihr wollt. Ich mache den relativ kurz, weil ich glaube, das bekommt jeder hin. Ich mache mal ein Hallo. Um jetzt Symbole einzubauen, wie eine Deutschlandflagge, das Gran Turismo-Logo, sind Sonderzeichen nötig. Hierzu drückt ihr die L2-Taste, haltet diese gedrückt und die Dreieckstaste. Nutzt das Symbol, Klammer auf, Klammer zu, und euer Cursor ist automatisch in der Mitte. Ihr müsst jetzt einen bestimmten Code eingeben für verschiedene Zeichen. Diese ganze Liste habe ich euch unten in der Videobeschreibung verfasst und ihr könnt euch was raussuchen. Wir geben jetzt hier einfach mal die Raute 117 ein, blättern uns natürlich ein bisschen durch die Tastatur hier, wieder mit L2 Dreieck raus. Tippen 117 und haben, wenn wir alles richtig gemacht haben, eine Deutschlandflagge. Mit Raute, jetzt löschen wir einmal und ihr seht, das Deutschlandzeichen verschwindet. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt alles eingeben. Geben wir einmal den Code 01 ein. Wir machen aber gleich noch die Klammer zu. Einmal nach links und geben den Code 01. Bestätigen das Ganze und haben das Gran Turismo-Logo. Hier sind also auch die ganzen typischen PlayStation-Logos, Cursor-Tasten, alles Mögliche steht euch zur Auswahl. Wie gesagt, die Liste unten in der Videobeschreibung. Ihr müsst lediglich darauf achten, so eine Codezeile mit 5, 6 Zeichen kostet euch natürlich auch von den 40 zur Verfügung stehenden Zeichen. Kostet euch hier auch ein bisschen leider Platz. Das Ganze könnt ihr also, wie gesagt, Gruß für die Lobby machen, wenn ihr einer Lobby beitretet, einem Rennen, und aber auch Gruß nach dem Rennen an die anderen Spieler automatisch zu versenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, es hat euch geholfen. Wenn ihr Fehler in der Codeliste findet, lasst einfach was, schreibt es in die Kommentare rein. Freue mich natürlich über ein Daumchen hoch. Auch ein Video zu produzieren ist nicht immer ganz so einfach. Macht's gut, habt Spaß mit Gran Turismo, euer Jack.